Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge wieder auf der Landers um zusammen mit Luca und Justin. Guten Tag. Moin. So, ich habe jetzt das eine Feld fertig eingefahren. Es hat ewig gedauert, weil die Strecke einfach so unglaublich lang ist. Jetzt nehme ich mir gerade hier nochmal den 300er. Mal ein bisschen Silo. Luca fährt das Gras von der 164 ein. Und dann setzen wir uns noch ein bisschen in die Ballenpresse rein. Da muss ja auch noch was gehen. So ist jetzt mal der Plan. Und dann Ballenpresse nicht so lang. Und dann geht's direkt los mit Ballenscheppern. Justin hilft uns ein bisschen. Sehr freundlich. Und dann machen wir hier weiter. Sehr gut. Also nicht, dass die Ballen so groß sind, geht's an sich sogar mit dem Pressen. Das sind nicht so viele Ballen, aber das Pressen dauert dann halt trotzdem. Luca, wenn ich gleich kein Silomittel mehr drin habe, soll ich dann das nochmal auffüllen? Jura. Gut. Ja. Weil das halt am Händler steht. Ja. Muss dir nur überlegen, wie du fährst. Aber füllst nicht ganz auf, lohnt eh nicht. Ja, okay. Also du wirst nicht alles brauchen wahrscheinlich. Für das ganze Feld. Wenn du einmal voll machst. Ja. Hälfte müsste locker reichen. Ja. Ja, das dauert noch ein bisschen auf den Backen, glaube ich. Hier fertig bin. Halleluja. Aber der gab gut, ne? Oder hat wie gut mal, also der und war größer wie die 16, ne? Ja. Ja. So, so, so. Wie viele Ballen habt ihr denn auf dem Zähler? 125. Insgesamt die Ballen oder was? Ja, und ein Strohacker fehlt noch. Glaube ich. Denn? Weiß nicht, welcher da noch Stroh ist. Muss, man, muss Luca sagen. Willst du direkt, direkt danach Ballen fahren? Ja, ja, sobald ich fertig bin mit Pressen, fangen wir an mit Fahren. Ich meine, ob hier das Feld fertig mit Pressen, ne? Heavy. Oh, ist da hinten auch noch. Ja, den einen Strohacker müssen wir schon noch machen. Aber den Heuacker mache ich jetzt kurz fertig. Und dann sehen wir uns beim Stroh wieder. Bis gleich. So. Hier ist heute fertig gepresst. Hat auch schon wieder eine halbe Stunde oder so gedauert. Jetzt machen wir noch schnell das Stroh, hoffentlich schneller wie das Heu. Und dann geht's auch schon los mit Ballenfahren, damit wir heute mal hier in der Folge überhaupt mal irgendetwas schaffen. Das ist ja grauenvoll. Aber ich möchte gerne was ansprechen. Das hatten wir auf der Dürenroad zum Ende hin. Justin, kannst du dich da noch dran erinnern? Hm? Die Empfehlung der Woche. Oh ja, haben wir irgendwann aufgehört. Ne? Echt, haben wir das dann sogar wieder aufgehört? Weil wir nicht mehr dran gedacht hatten. Das kann gut sein. Dann lass mal jetzt wieder damit anfangen. Würdest du nicht deine Stielkettensäge, die du gerade eben gekauft hast, empfehlen? Doch, ich würde sie schon empfehlen. Aber die ist ein bisschen klein. Nur 3 PS. Also welche Kettensäge müssen die Leute kaufen? Eine MS 251 von Stiel. Hat 3 PS. Ist ein super Ding. Ist die Empfehlung von Justin. Luca, du hast ja auch was überlegt, weil ich muss noch mal kurz drüber nachdenken. Ja, also meine Empfehlung der Woche ist auf jeden Fall Sprite. Ich habe nämlich gestern Abend noch mal so eine 1 Liter Sprite getrunken. Alter, so kennt ihr das? Um 3 Uhr nachts steht ihr auf und habt so Durst. Ja. Ich habe gestern mal so eine Wasser, so Sprite getrunken. Im Kühlschrank war die kalt. Oh, schmeckt ja so geil. Alter. Die gute alte Sprite. Wer sagt, dass Fanta besser ist als Sprite? Nee. Ich. Digga, das ist Spice. Findest geil. Du? Findest du? Ich. Obwohl so geil, Fanta Exotic. Der Fanta Exotic ist echt geil. Das hat Fanta was, aber Fanta Exotic geil, ist mir fast zu süß, muss ich sagen. Fanta ist einfach viel geil. Ja. Okay. Ich brauche immer eine Abwechslung. Oh. Also ich kann jetzt nicht nur Fanta trinken, aber auch nicht nur Sprite so.
Ich, soll ich euch mal ganz ehrlich mal was sagen? Ich trinke gar keinen Fanta oder Sprite oder Cola mehr. Ich trinke eigentlich gefühlt die ganze Zeit eh nur Wasser. Ich trinke meistens nur Wasser oder Paulana Spezi. Ja, oder, stimmt. Paulana ist echt... Oder jetzt mal ganz ehrlich, von Oettinger gibt's Cola-Mix und ISO und alles, das ist auch mega geil. Ja. Ja. Ich muss actually noch überlegen, weil irgendwie... Ich finde nichts, wo ich so sage, boah, genau das, weil irgendwie ist, ja, es gibt so viele geile Sachen, aber das Geilste davon, ich habe es noch nicht gemacht, aber das wollte ich eigentlich vorhin machen, und zwar wollte ich mir einen Punsch machen, weil ich finde, Punsch hat irgendwie sowas Geiles, auch wenn es eigentlich noch viel zu früh ist. Widerlich, kann ich nicht trinken. Ich fühle Punsch so sehr, deswegen weil, macht euch wieder einen schönen Punsch und trinkt den, während ihr LS zockt. Weißt du, was aber auch geil ist? Ja. Gebrannte Mandeln. Boah, gebrannte Mandeln sind Leben. Wir machen die immer selber. Alter, weißt du, wie geil das wird? Dann wird da schön Vanillesirup oder sowas. Oder Vanillepasta heißt das noch mit reingehauen. Mhm. Alter. Und dann noch eine Zimtnote, Alter. Dann hast du so Zimt-Vanille mit so Zucker übergossen. Oh, boah. Da hast du aber 10 Kilometer drauf, wenn du davon 10 isst oder so. Ja, dauert leider noch ein bisschen. Es ist so wieder die Zeit, ist vor allem Weihnachtsmarkt. Boah, da habe ich auch schon wieder richtig Bock drauf. Obwohl ich sagen muss, ich habe gestern schon gebrannte Mandeln dieses Jahr wieder zum ersten Mal gegessen. Echt? Ja. Wo gibt es die schon bei euch? Ich hab, mein Vater hat gestern, der war unterwegs und hat Berliner geholt und dann hat der da irgendwie noch so eine Tüte gebrannte Mandeln geholt. Bei uns gibt es sie gefühlt nur auf dem Weihnachtsmarkt oder du machst sie halt selber? Bei uns gibt es auch nur Weihnachtsmarkt. Ist ja auch nicht, dass es bei der Berliner Bude gebrannte Mandeln gibt. Okay. Sehr schön. Gut, ich mach noch schnell die Ballen fertig. Und dann geht's gleich mit Pressen, mit Sammeln weiter, nö? So, dann fahren wir jetzt mal noch die Ballen. Das ist ja so freundlich mitzuhelfen. Damit alles ein bisschen schneller geht. Luca ist noch beschäftigt. Mit dem Gras. Hauptsache du lädst vernünftig. Aber auch gleich fertig. Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Alter, die werden vernünftig original mit der Hand geladen. Und nicht so. Ja, sie werden ja schon mit der Hand abgeladen. Nee, das machen wir auch nicht. Dann Abfahrt. Jo. Wo bleibt denn der andere? Du hättest eigentlich einen anderen Wagen auch direkt mitnehmen sollen. Naja, das kann ich nicht noch. Da kracht der Fan ein. Der kleine. Hä? Dann hättest du den hier schon beladen können. Ich hätte den anderen schon. Ach so. Ja, du meinst so, dass du immer umkoppelst. Mhm. Ja, aber ich muss eh abladen. Von daher. Ey, das ist so sinnlos, warum wir nur einen Frontlader haben. Ja, du hast eine Konsole und keinen Frontlader, also. Ich habe aber einen Telelader. Ja, okay.
brauche keinen Frontlader. Weißt du warum? Hm. Ich fahre alles mit dem Ladewagen und stationäre Platz am Hof. Nee, das fühle ich nicht. Irgendwann wird nur selber eine Kühlreihe auf dem Hof stehen. Ja, weil Benz zu teuer ist. Weil es zu teuer ist. Weißt du, wie viel Geld ich bei Benz lasse? Ja, das glaube ich. Ballenpressen? Ja, wir haben 12.000 nur für unsere Ballenpresse bezahlt. Ja, ich bin ja so ein Freak, der einen Grundball macht. Mhm. Ich merke schon. Luca, wie viel ist denn noch? Er ist gleich fertig, letzte Bahn jetzt. Da kann der auch direkt mit dem Ding. Nee, erstmal muss ich den Bergmann dann sauber machen, wahrscheinlich noch. Oh, nee, den meinen. Nein, nicht sauber machen, aber nur hochfahren. Aber dann muss ich mal hochfahren. So, jetzt brauchen wir noch schnell zwei Ballenlager. Alter, Luca, jetzt platzier die Scheiße los. Ist platziert. Wo denn? Auch kostet 900 Euro. Oh. Wo? Justin! Hinten beim Silo. Justin! Warte, dreh nochmal in dem anderen Fahrsilo, wo Luca jetzt nicht reinfährt. Und komm hier hinten langs. Oder fahr hinten durchs Fahrsilo, ist mir eigentlich egal. Da. Ja, da hinten. Was habt ihr denn hier für eine kleine Mistplatte? Oder keine Ahnung, die war da schon. Ich kann da eigentlich reinfahren. Ja, kannst du auch probieren. Ich bringe die Wagen aber weg. Einstellen, ne? Was müssen wir einstellen? Ballentyp. Menü öffnen. Konfiguration. Der Strohquader 1240 bestätigen. Abfahrt. Bring den Wagen nach Ben, ne? Ja. Nach Ben, aber. Okay. Zu Ben. So, weiter. Gut. Mit dem Wagen umschubsen dann. Bitteschön. Okay, dann machen wir direkt das nächste daneben. Nimm den Ballenwagen mit. Ja, mache ich. So. Jetzt suchen wir uns noch ein schönes Plätzchen, wo man noch ein bisschen hinten. Platz hat. Hinten? Wo hinten? Bei Mistplatte. Du meinst in die Halle rein? Das ist doch eine gute Idee. Kannst auch, weil die nicht abgedeckt sind. Aber es könnte eklig werden, habe ich so das Gefühl. Also der Sprit für euch wird teuer. Wie soll ich den Ding mitnehmen? Den Ballenwagen, ich habe hinten das dicke Gewicht dran. Dann lass Luca von der Seite Ballenwagen. Egal, ich quetsche den jetzt noch da unten drunter. Oder du hängst das Gewicht vorne. Nee, lad das Gewicht auf den Anhänger. Aber, es geht schon. Man muss es nur wollen. Also ich bin gleich wieder da. Ja, ich auch gleich. Ja, das sieht gesund aus, würde ich sagen. Aber was ich auch sagen würde, ist, dass das mit der heutigen Folge erstmal war. In der nächsten Folge fahren wir noch die ganzen Ballen ein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst auch nicht bei unserem Partner G-Portal vorbeizuschauen. Mit unserem Link in der Videobeschreibung spart ihr wie immer 10%. Danke fürs Zuschauen und dann ciao, Leute.